Es ist immer noch so, bitte glaubt mir nichts. Dass das, was wir erzählt haben, da war nichts falsch. Es wird jetzt nur noch viel, viel deutlicher, wenn wir die Dinge noch besser verstehen. PIV, und ihr werdet sehen, dass das rein, auch physikalisch, so eine Substanz hat, wie es noch nie hat. Das Wissen ist einfach so viel geworden, dass das ein einzelner gar nicht mehr durchschauen kann. Was macht die bezahlte Wissenschaft? Wann immer du über Politik redest, hast du von Politik keine Ahnung. Die Ursache von allem? Materie ist geronnener Geist. Auch Krankheit ist Materie. Ohne Information gibt es keine Materie. Wenn du nicht mal in der Lage bist, deine Mama und Papa zu ehren, hast du nichts kapiert. Und was stellen wir jetzt mit einem fest? Dass du mit einem uralten Programm arbeitest. Da kannst du dich so gesund ernähren, wie du willst. Du kriegst auf die Fresse. Stress ist der Nährboden für alle Krankheiten. Immer noch. Wiederum mehr zu verstehen. Was soll das denn jetzt? So, wenn dem so ist, woran liegt das und was könntest du machen? Nämlich 1:1. Und du bist bei 25:1. Dann bist du im Arsch. 96% von dem, was du dort einkaufen kannst, ist Schrott, ist Müll. Gewinn deine Angst, das ist Physik. Sonst hätte ich mein Schiff niemals fertig kriegen können. Und nicht wieder bis morgens um 11 pennen und dann die Bildzeitung kaufen und sich einen Kaffee machen. Wenn die Hälfte von dem wahr ist, was der dir erzählt, dann muss es ja auch für mich was sein. Eine Zellwand ist eine kleine, dünne Haut, die flexibel sein muss. Weil Blut ist ein Informationsübermittler. In deinem Denkkarussell bleibst, dann kannst du so viel Zinzin und saufen, wie du willst. Weil Geist macht Materie, Materie macht keinen Geist, was nicht ganz stimmt. Wir brauchen einfach die Offenheit. So, das ist der Unterschied zwischen Jung und Alt. Ja, offen sein für die Ton von höchster Qualität, aber nicht für diesen Datenmüll, den Bewusstheit heißt. Wie viel Klarheit hast du in dir? Du wirst niemals zu einer Erbschaft gezwungen. VSE lässt grüßen. Wenn die Feldstärke hoch genug ist, dann entsteht Materie. Das Leben ist einzig und alleine dafür da, um Erfahrungen zu machen. Und immer wieder das Gleiche denkst und dich immer wieder über das Gleiche echauffierst und dich verrückt machst. Damals wussten wir noch nicht, dass das mit Quantenphysik zu tun hat. Dieser Teil der Schöpfung ist der, der uns immer wieder krank macht, der uns in Stress bringt. Ja, mit der Speiseröhre oder mit der Milz. So lebendig, wie du in der Lage bist, deine Glaubenssätze zu verändern, wie die lebendig sind. Und zum Verlernen ist. Burnout gibt es bei Menschen, die ihr Gedankenkarussell nicht anhalten können. Das hat es seit Jahrmillionen noch nicht gegeben. Die Informationen kriegst du nicht, weder aus den Nachrichten, aus der Heute-Sendung oder aus den Bildzeitungen oder sonst wo. Wo bin ich in Kohärenz mit dem Höchsten? Hallo. Wenn du in deiner Seele gesund bist, bist du kerngesund. Und dann gibt es das Thema Quantenheilung. Wisst ihr, wie Quantenheilung geht? Bist du in deiner Welt? Wurde des Menschen unantastbar? Hallo, ich verneige mich vor euren Seelen. Und Würde und Kohärenz ist immer ganz oben und Liebe ist immer ganz oben. Wer glaubt, in einer Beziehung Rechtsansprüche zu haben? Du gehörst dir nicht mehr selber. Hat Jesus geheiratet? Was ist das normale Alter für einen Menschen? Weil 70% deiner Organfunktion kannst du verlieren und du merkst es nicht. Wer kennt den besten Arzt aller Zeiten? Ich selber. Sehr gut. Erst ein wirklich gesunder Körper bestätigt deinen gesunden Geist. Nimm das an. Nimm das an, jede Krankheit ist heilbar. Aber eines sollte nicht jeder Kranke ist heilbar.